So, schönen guten Abend, liebe Traderinnen und Trader. Heute Abend haben wir ein ganz spannendes Webinar bei Tickmill. Ich bin Elena Christodoulou. Viele von euch kennen mich bereits. Ich leite hier den deutschsprachigen Markt bei Tickmill. Ich warte noch mal 2, 3 Minuten, weil ich sehe, der Raum füllt sich immer weiter. Selbstverständlich bin ich heute Abend nicht alleine. Sonst wären wahrscheinlich nicht so viele erschienen. Ich bin heute Abend hier mit Dirk Helger, dem Entwickler des Stereo-Traders und Orkan Kuyas. Und hier könnt ihr schon mal sehen, worum es heute Abend gehen wird. Und zwar um das VPOK-Spezial mit dem Stereo-Trader. Wer sich fragt, wofür das, der kriegt in Kürze darauf eine Antwort. Aber in der Zwischenzeit kennen das wahrscheinlich auch schon viele aus anderen Webinaren. Ich mal ganz kurz, also ich lese jetzt nicht den ganzen Risikohinweis vor, da kann man kurz rüberlesen. Also der Handel mit Devisen kann selbstverständlich zu Verlusten führen. Ihr solltet sicherstellen, dass ihr bereits Erfahrungen damit habt oder sich die aneignet. Das Webinar dient dazu, weiterzubilden, aber nicht eins zu eins nachzuahmen. Darüber hinaus muss die Meinung der Moderatoren nicht mit der von Tickmill übereinstimmen. Die Präsentation wurde nach bestem Wissen vorbereitet und Sie sollten sich immer auch, ihr solltet euch auch immer im Hinterkopf bewahren, dass man natürlich Kapital damit verlieren kann. Und ja, soweit von mir erstmal. Wie gesagt, bin ich heute ja mit dem Dirk dabei und dem Orkan und der Dirk wird uns jetzt schon mal eine kleine Einleitung geben und da würde ich sagen, Dirk, du kannst gerne. Der Ton ist schlecht, lese ich gerade. Das tut mir leid, da gebe ich mal mehr Mühe. Dirk, ich hole dich schon mal mit dazu. Moment. Gut. Kann man nicht noch hören? Ja. Super, fantastisch. Dann hoffe ich doch, dass man dich besser hören kann als mich, Dirk. Den Dirk höre ich aber nicht, das bin ich, der Orkan. Dirk, du müsstest dich Okay. mal muten. Ja. So, jetzt habe ich hier ein grünes Wunderbar. Mikrosymbol. Jetzt hören wir. Jetzt sollte man das auch hören. So, ich drehe mal hier ein bisschen am Lautstärkeregler. Du hast vorhin gesagt, so du bist nicht alleine da und dann wären, weil wenn dem so wäre, wären ja nicht so viele da. Ich behaupte das Gegenteil. Ich glaube, wenn du alleine da wärst, dann wäre hier wesentlich mehr dabei. Weil wahrscheinlich ist jetzt jeder erstmal erschrocken. Am Anfang so eine schöne zarte Frauenstimme hier die ganze Zeit und jetzt komme ich hier als Raubbolzen daher und alle Männer zucken jetzt erstmal wahrscheinlich. Nein, das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Du hast wirklich eine sehr, sehr angenehme Stimme. So, und das musste ich jetzt einfach mal loswerden. Charmant immer, danke. Nein, es ist wirklich ernst gemeint. Ich glaube, das bestätigt hier auch jeder. So, jetzt wollen wir nicht zu so viel abschweifen. Also, hallo erstmal von meiner Seite. Ja, ihr habt es ja schon gehört. Mein Name ist Dirk Hilger. Die Elena hat mich ja kurz vorgestellt. Ich gehe auch mal davon aus, dass hier natürlich auch einige Neulinge dabei sind und auch nicht ganz selbstverständlich wissen, was wir hier machen. Wer ich bin, gut, wer der Orkan ist, das weiß wahrscheinlich so ziemlich jeder. Der ist ja nochmal irgendwie 5 Ecken bekannter, macht das ja auch schon ein bisschen länger. Also wie gesagt, ich habe die Plattform, den Stereo Trader halt entwickelt und vor 2 Jahren sind wir mit der ganzen Geschichte gestartet und Tickmill ist ja auch an der Stelle Partner. Das heißt, wenn man ein Konto bei Tickmill hat und dann kann man, wenn man möchte, den Stereo Trader da halt eben auch kostenlos dazu buchen. Und vom Prinzip her ist es halt eine Oberfläche eigentlich für den MetaTrader, MetaTrader 4 und also an der Stelle, ne, wir haben hier nur MetaTrader 4, ne? Aber generell ist er halt für alle MetaTraders halt eine Oberfläche, die natürlich so einiges mehr bietet als das, was der MetaTrader selbst kann. Also vor allen Dingen in puncto Order Handling, Statistik, dann halt eben Akkumulierung, das heißt also Zusammenfassen von Funktionen, von Positionen. Viel einfachere Orderaufgabe, erweiterte Orderattribute und so weiter und so fort. Und was aber eben halt auch, also das jetzt hier irgendwie in 5 Minuten zu erklären, das werden wir nicht schaffen. Das schafft man auch in einem Webinar nicht. Wir haben auch schon ein paar dazu gemacht. Wer die halt sich mal angucken möchte, die gibt es
auf der Facebook-Seite von Signal unter den Videos, richtig, Elena? Dort müssten einige hinterlegt sein, einige Webinare, die wir gemacht haben, hier zur Einleitung, aber eben auch ein paar Spezialfunktionen, die wir halt hier mit dem Stereo Trader gezeigt haben. Also wer den halt noch nicht kennt, der darf sich damit gerne mal befassen. Und ich behaupte natürlich sowieso, es kann kein Nachteil sein, weil es natürlich halt ja auch aus meiner Feder ist, die ganze Geschichte. Ich bin da natürlich nicht so ganz unbefangen, aber auch generell ist es halt auch glücklicherweise das Feedback von so ziemlich allen, die den halt nutzen. So, das ist halt auch das, was wir hier im Hintergrund sehen. Das ist erstmal halt der Stereo Trader hier über den MetaTrader sozusagen drüber gestülpt, wenn man so möchte. Und was ich hier aufhabe, ist jetzt gerade den DAX. Also hier rechts halt ist das Panel vom Stereo Trader. Und was ich aufhabe, ist den DAX und aber eben halt auch das VPOC oder VPOK-Add-on, kann man nennen, wie man möchte. Ich sage immer VPOC. Und das heißt, das verfeinert mir meine Volumenanzeige im Stereo Trader. Ich werde das mal halt hier so im Groben halt jetzt mal erklären, was es damit auf sich hat. Und anschließend, wenn ich hier so ja, die Einführung gemacht habe, dann wird gleich der Orkan übernehmen und wird auch ein bisschen was zum strategischen Ansatz dazu erzählen, weil darum geht es ja letzten Endes. Man sucht ja halt immer mit dem, was man macht oder eben anwendet im Chart, natürlich ja halt auch seinen Vorteil, den man dann im Handel ja eben auch haben möchte. Darum geht es ja letzten Endes, ja. Halt einfach ein paar Informationen mehr zu haben als jetzt die Mitstreiter eben im Markt. Und das ist auch so, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, Information, nicht reine Indikation, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also was wir hier sehen, wie gesagt, ich bin jetzt hier im DAX, im 5-Minuten-Chart und was wir halt hier im Hintergrund sehen, das ist halt eine Volumenglocke sozusagen. Und das heißt, hier ist halt die Ausprägung dessen, wo halt heute jetzt generell das Handelsvolumen stattgefunden hat. Da sieht man halt recht deutlich, wo mehr und wo weniger war. Das ist vom Grunde her, ist das auch im Stereo Trader als Standard sozusagen erstmal drin. Also diese Glocke und die eben halt die Ausprägungen zeigt. Und das heißt, es ist natürlich generell, auch jetzt ohne das Add-on, erstmal eine Indikation darüber, dass man halt sieht, wo sind die interessanten Bereiche, ja, und wo macht es überhaupt Sinn, irgendwie eine Position hinzulegen, eine Order, und wo macht es halt weniger Sinn. Und aber das halt mal zum Generellen. Das heißt, da hat man halt schon mal erstmal einen Überblick. So, und das Problem ist jetzt aber, dass wir hier natürlich auf dem CFD sind und eben nicht auf dem Future. Und der Unterschied ist einfach der, wenn ich im CFD halt als Beispiel so ein Volumen abbilde. Und dann habe ich hier eigentlich nur so eine Halbwahrheit stehen, weil das ist halt im CFD, egal welches Add-on man da halt auch verwendet, wie gesagt, das ist im Stereo Trader sowieso drin. Und egal was man da verwendet, man hat nie das echte Volumen, sondern nur das sogenannte Tick-Volumen. Was heißt das? Ein Tick entsteht immer dann, wenn der Kurs sich ändert. Ja, also mit jeder Zuckung hier quasi von so einer Kerze, beziehungsweise vom Kurs, mit jeder Änderung vom Kurs habe ich einen Tick. So, und die werden dann halt addiert. Und immer da, wo sich dann am meisten geändert hat, wo die meiste Bewegung war, wird dann halt ein Tick addiert. Und das sieht man hier zum Beispiel in dem Bereich, ich kann das mal ein bisschen größer machen, sieht man hier zum Beispiel, oder nehmen wir mal den Bereich, der ist eigentlich auffälliger. Da sieht man natürlich irgendwie jede Menge 5-Minuten-Kerzen, ja. Und überall da, wo eine Änderung war, ist ein Tick addiert worden. Und das wird dann halt hier entsprechend visualisiert, also dargestellt. Und so entsteht dann halt zum Beispiel jetzt hier der Point of Control. Das ist nichts anderes als jetzt hier erstmal der meistgehandelte Kurs. Ja, also ich lasse das Add-on jetzt erstmal weg, weil das wird sich gleich ein bisschen ändern, das, was ich sage. Also generell war das jetzt der Kurs, ja, der halt am meisten gehandelt wurde erstmal. So, wie viel steht jetzt auf dem anderen Blatt? Und der POC, also Point of Control, ist auch wesentlicher Bestandteil von der sogenannten Value Area. Das ist nämlich das, was mit jedem Profil abgebildet wird. Und die Value Area definiert als Beispiel, also es ist voreingestellt, 70% des Volumens halt vom laufenden Tag oder von dem Bereich, der mit dem Volumen abgebildet wird. Das heißt, in der Value Area, die ist hier in Blau dargestellt, da hat sich heute 70% von den ganzen Aktivitäten sozusagen
halt abgespielt. So, und hier nebenbei natürlich halt noch irgendwie das Tageshoch und das Tief. Und wie man sieht, ja, wird es da oben dann halt auch dünner. Ja, das ist auch der Bereich, ist halt auch grau. Und das heißt, hier oben war es dann halt eher generell vom Volumen viel dünner als jetzt hier zum Beispiel in der Value Area. So, und was hat es jetzt mit dem Add-on auf sich? Also ich habe jetzt hier schon drin, man sieht jetzt nicht auf Anhieb den Unterschied, da werde ich aber nachher dann noch, wenn der Orkan dran ist, kurz was vorbereiten. Der Unterschied ist jetzt aber halt folgender. Wenn ich nur immer die Preisänderungen habe, dann habe ich keine Vorstellung oder keine Informationen darüber, was letzten Endes an Volumen gehandelt wurde. Und das Problem ist aber halt, das ist natürlich eine wichtige Info, die ich aber brauche, weil letzten Endes Volumen ist eigentlich alles, worum der Markt sich dreht. Warum ist es so? Klar, weil halt irgendwo ein größerer Händler als Beispiel halt größere Positionen abwickeln möchte, sei es jetzt halt zum Kaufen oder zum Verkaufen, dann kann er das ja nur irgendwo da machen, wo er halt auch andere Händler sind, beziehungsweise da, wo er davon ausgehen kann, dass genügend Volumen auch da ist, um das Ganze aufzufangen. Weil wenn nämlich jetzt zum Beispiel hier, wenn jetzt in so einem Bereich als Beispiel jemand kommt und macht dann halt irgendwie eine dicke Order auf und kauft hier irgendwie 1000 Kontrakte, also im Future dann halt als Beispiel, und dann wird der DAX halt da oben durchbrennen, ja, weil halt einfach keiner da ist, der sie verkaufen kann. Eigentlich völlig simpel. Wenn das aber hier passiert, als Beispiel, also hier beim Point of Control, wo dann halt das meiste dann halt eben los war, so oder so, ist die Chance natürlich viel, viel größer, ja, weil das generell der interessantere Bereich ist. So, und der Unterschied, um jetzt aber noch auf das Add-on zurückzukommen, ist eben der. Wie gesagt, ein CFD sehe ich nur, wie oft ein Kurs gehandelt wurde. Ich sehe aber nicht, wie viel Volumen da durchgegangen ist. Also ist diese Information erstmal nur, ich will nicht sagen ganz falsch, aber sie ist nur zur Hälfte wahr. Und weil sie hat mir auch eben keinen Eindruck davon vermittelt, ob jetzt heute eigentlich viel Volumen im Markt ist oder halt wenig. Das kommt dann noch dazu. Das heißt, sind große Händler am Start oder nicht? Und das Add-on, was wir hier unten sehen, dass man einfach nur auf den Chart dazu zieht, das bringt mir aber die echte Information. Weil das Ganze sieht dann so aus, dahinter läuft halt ein Server. Auf diesem Server werden halt Futures analysiert. Und das heißt, wir gucken dort halt in den Futures ganz genau, wie viele Kontrakte, also wie viele echte Future-Kontrakte sind auf welchem Level gehandelt worden. Das wird dann halt entsprechend dann ausgewertet und anhand von den echten Kontrakten, ja, wird dann entsprechend dann halt auch hier nicht nur diese Glocke gezeichnet, sondern eben akkurat halt auch genau die Levels ermittelt, auf denen letzten Endes halt oder wo der Future halt gehandelt wurde, also wo das größte Volumen gehandelt wurde. Das heißt, im Klartext, also das, was wir hier sehen, das ist von dem Add-on entsprechend halt hier generiert und beeinflusst. Das heißt, wo ich jetzt hier den Point of Control habe, und das ist nicht nur da, wo jetzt halt der am meisten gehandelt wurde, das sieht man auch zum Beispiel schon daran, hier oben habe ich eine Ausprägung, die wesentlich höher ist oder die halt zumindest mal ein Stück weit höher ist als hier unten. Irgendwie hat mein VPS hier ein bisschen Stress, kriege ich ab und zu die Sanduhr. So, ne? Hier sieht man, das heißt, der Kurs wurde ja eigentlich öfter gehandelt, weil da ist diese Ausprägung, ich hoffe, man kann das erkennen, die geht weiter als die hier unten. So, und das heißt, im CFD, wenn ich nur das Tickvolumen halt habe, habe ich hier oben Point of Control. So, das heißt, hier würde ich davon ausgehen, da war mein höchstes Volumen. Stimmt aber nicht. Mein höchstes Volumen war hier unten, ja. Auch wenn der Kurs gar nicht öfter gehandelt wurde, aber hier ist das meiste Volumen, das echte Volumen gedreht worden. Und hier sieht man eigentlich auch schon dann ganz klar den Vorteil von dem Add-on. Hätte ich das Add-on nicht drauf, wäre hier oben mein Point of Control und die Information wäre falsch. So, und mit dem Add-on, weil es eben auf die Daten zurückgreift, die auf dem Future basieren, ist das hier entsprechend halt mit diesen Daten korrigiert. Ich sehe hier unten ganz klar bei 12.172,5, umgerechnet auch wiederum vom Future auf CFD, weil der ist ja anders getaxt und beziehungsweise hat einen leicht anderen Preis als jetzt der CFD oder der Kassa. Umgerechnet liegt mein Point of Control also tatsächlich bei 12.172,5. Und meine Value Area, das heißt also die 70%, wo das Volumen halt heute gedreht wurde, fängt an bei 12.152 und die Oberseite ist die 12.208. Entschuldigung, das ist der Vortag. Ich muss korrigieren. Also hier unten Value Area Intraday 12.122 und auf der Oberseite 12.223. Und dazwischen
hat sich heute definitiv das meiste Volumen entsprechend, hat sich der Handel abgespielt. Da ist das 70% des Volumens gedreht worden. Was ich außerdem habe, ist der VWAP. Das ist nicht etwa ein Moving Average oder sowas, sondern es ist letzten Endes der volumengewichtete Durchschnitt. Also hier liegt das Durchschnittsvolumen des Tages. Und das sind natürlich auch, was ich auch am Anfang gesagt habe, ist natürlich ein wesentlicher Unterschied. Ich habe hier keine Indikation, ja, also irgendwas, was nur auf den Kurs guckt und mir dann irgendwelche Linien malt, sondern ich habe eine Information. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und weil es einfach eine völlig andere Qualität hat, als jetzt halt, ich sage jetzt mal, ein Moving Average oder sonst irgendwas, was eben nur auf dem Preis und der Zeit beruht, sondern ich habe hier eine echte Information, die auf dem echten Volumen im Future entsprechend basiert. Und ich zeige jetzt noch ganz kurz, wie man das alles ein- und ausschalten kann. Und dann würde ich dann an den Orkan auch gleich übergeben. Also hier unten ist das Add-on. Wenn man das installiert hat, dann hat man hier so einen Ordner beim Navigator unter Indikatoren, Stereo Trader, und dann gibt es Orkan Kuyas, gibt es dann halt einen entsprechenden Unterordner, und dort ist dann VPOC drin, und das zieht man halt hier einfach auf den Chart halt einfach drauf, und dann erscheint hier unten entsprechend dieses Panel. Was ich hier einstellen kann, ist die Time Range, also die Handelszeit, die ich überhaupt beachtet haben möchte. Also jetzt hier in der Darstellung, die Anfangszeit ist dann nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Endzeit. Warum? Ganz einfach, um 22 Uhr, so wie es hier eingestellt wird, wird ein Cut gemacht, und entsprechend wird der Cut genommen, und dann werden halt die Vortageswerte draus generiert. Hier sieht man zum Beispiel PD-POC, das heißt Previous Day Point of Control, also Vortages Point of Control. Und die kann ich halt zum Beispiel hier ganz bequem dazu und wegschalten, wie man sieht. Ja, einmal draufgeklickt, wenn das hier unten nicht entsprechend selektiert ist, ist es weg. Und das sind halt die Vortageswerte, und die kann ich mir hier entsprechend halt einfach nochmal drüber legen, weil es auch einfach gerne gehandelt ist. Hier ist es jetzt nicht so extrem, aber oft ist es so, wenn man noch größere Bewegungen hat, und dann sind das natürlich auch entsprechende Anlaufpunkte, wenn das halt vom Volumen her in den Vortag hineinläuft, und dann ist natürlich so ein Vortages Point of Control natürlich so eigentlich die Hauptanlaufstelle, ja, also die man auf jeden Fall dann im Auge haben sollte und wo dann auch meistens halt was passiert. So, und das heißt, ich kann hier die ganzen Geschichten einzeln wegschalten. Also sieht es dann halt als Beispiel nackt aus. Der hier möchte gerade nicht so wirklich, wie ich will. Warum auch immer. So, das auch, ne? Also das heißt, ich kann alle Elemente, also einmal Intraday, kriege ich halt entsprechend, es dauert immer so eine Sekunde, kriege ich halt hier nur die Linien angezeigt von Intraday, also die Value Area, nochmal die 70%. Und eben der Point of Control, da wo heute das meiste Volumen gedreht wurde, sieht auch hier entsprechend die Reaktion daran. Dann habe ich halt hier den Vortag, kann ich dazu schalten oder wegschalten. Oder halt hier auch zum Beispiel den Shape, ja, also hier die Glocke, die Form von dem Volumen, wie sich an heutigen Tag jetzt ausgeprägt hat. Und entsprechend den VWAP. So, und das ganze Ding kann man übrigens, das sieht man auch, wenn man hier das VPOC geladen hat. Und hier im Chart-Panel sieht man nämlich hier, da steht nicht mehr VP, so wie das halt normalerweise steht, sondern steht auch VPOC, und auch das kann ich hier entsprechend halt zu- und wegschalten. Ja, dann hier halt auch im Ganzen. Vielleicht noch ganz kurz die Installation. Wie kriegt man das Ding überhaupt drauf? Also installieren kann man es grundsätzlich, man braucht aber halt eine Lizenz dafür. Da wird aber die Elena gleich noch was dazu sagen. Die Installation ist völlig einfach. Ich habe hier echt ein bisschen Stress mit meiner Sanduhr gerade, beziehungsweise nicht mit der Sanduhr, aber irgendwie mit meinem VPS, der will irgendwie nicht so richtig. So, das heißt, hier klicke ich halt drauf auf das DeoTrader-Logo, dann geht der entsprechende Setup auf. Ich gehe in den Installation Manager, und der will gerade, nee, der kommt. So, und dann, bei mir sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Ich bin natürlich hier in der Entwicklungsumgebung, das heißt, das hier habt ihr gar nicht, sondern da klicke ich einfach auf Weiter. So, hier mal so ein bisschen was akzeptieren. Da gibt es zum Beispiel entsprechend hier VPOC. Das wählt man dann aus. Ja, da steht auch hier dabei, welche Version es ist und so weiter und so fort. Klickt dann auf Weiter, 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 und dann hat man das Ding installiert. Mehr ist es gar nicht. Und wie gesagt, die Aktivierung entsprechend über einen Lizenzcode. Aber wie gesagt, da sagt die Elena gleich nochmal was dazu. So, das war halt meine allgemeine Einführung, was ist überhaupt das Volumenprofil
Und wie gesagt, alles, was jetzt Anwendung und so weiter angeht, da darf jetzt mein Kollege Orkan sehr gerne ganz viel dazu erzählen. Orkan, herzlich willkommen. Hallo. Grüß dich, Dirk. Hallo, Elena. So, dann soll ich direkt rüberschalten. Das müsste die Elena machen. Einmal mir den Bildschirm übertragen, als Moderator nennen, dann kann ich auch meinen Bildschirm zeigen. Bin dabei. Einen Moment bitte. Kein Problem. So. 2, 3, 4. Go. So, also dass ich mich kurz mal vorstelle. Gut, ich meine, viele kennen mich trotzdem. Mein Name ist Orkan Gulyas. Ich bin seit 99 an der Börse und trade schon, ich sag mal jetzt, ja, 20 Jahre. Früher erstmal angefangen ganz normal mit Aktien. Dann war es immer mehr und immer mehr und immer mehr, alles Mögliche. Ja, und mein Liebling ist der DAX. Und neben dem DAX sind es immer noch die Aktien. Jetzt wird es noch verstärkt bei uns ein bisschen. Und ich habe 2012 schon bei dem allerersten Seminar mal eine US-Aktie gezeigt und darauf hingewiesen, auf ein VWAP. Das heißt, dieser Begriff war mir nicht neu. Und ja, und daraus hat sich die ganze Geschichte entwickelt. Dazu werde ich gleich was erzählen. Kurz vorab, wie gesagt, ich poste auch tagtäglich meine Trades hier bei Facebook Trader. Das ist meine Webseite. Da könnt ihr die Trades dann auch sehen und meine Fahrpläne gibt es über Telegram und so weiter. Und so, hier ist das Telegram, da genau. So, ja, kurze Geschichte zum VWAP und alles. In den USA ist es einfach nur mal so, wenn man zum Beispiel eine Apple-Aktie oder Amazon oder eine Google sieht, und du hast einen 15-Minuten-Chart, da ist die Aktie oberhalb des VWAPs, dann hieß es einfach Rücklauf Long und gut ist. Und drunter war es dann erst eher Short. Ja? Also wenn man sich das heute eher so anschaut, heute Morgen ging es zwar runter, dann aber ist es auch wieder hochgegangen und dann zack, wieder runter und doch nochmal drüber gehalten. Und hier kann man das jetzt nicht erkennen, aber das ist doch ja, ein bisschen klar, hier ist er drunter und ist er noch drunter geblieben. Und wenn ich mir dann jetzt die Tage auch ein bisschen zurückspule, dann sieht man, dass der auch hier, wie gesagt, unterhalb des VWAPs eher short ist. Das bedeutet, dass man dann vorab schon mal weiß, okay, in welche Richtung könnte das Ganze denn gehen. Das ist jetzt kein Garant, dass wenn immer VWAP ist, oh, steigt da oben ein, der hat gesagt, das muss steigen, darum geht es nicht. Aber wenn er so seitwärts zeigt, ist die Tendenz eher seitwärts, zeigt dann nach oben eher long und zeigt dann nach unten dann eher short. Dann kommen wir auf den heutigen Tag nochmal zurück. Wie gesagt, ich benutze das Ganze schon seit 2012. Die Volumina selber, die im neuen Stereo Trader 2.5 auch angezeigt werden können mit dem Orderbuch. Oder was ich dazu sagen wollte, ist, ich habe schon immer mit einem Orderbuch gearbeitet. Heute gibt es ja Software dafür, wenn man sagt, oh, da waren aber viele Stücke gerade gehandelt, aber der Kurs ist ja nicht gefallen, so Imbalances. Also es sind mehr Käufer aufgetreten. Optisch auf einem Chart von euch denkt man, okay, wow, boah, geht das runter, da ist ein neues Tief, da gehe ich jetzt short. So was konnte man zum Beispiel heute Morgen hier erkennen, im 1-Chart zum Beispiel, wenn ich mal zurückspule, da gab es genau diesen Satz hier, zack, nach unten. Und in dem Moment konntest du aber auch erkennen, dass dort auch viel gekauft wurde, also eher wieder ein Long-Signal war. Damit das habe ich damals beim Orderbuch in der Times and Sales gefiltert. Heutzutage gibt es dafür Software. Das heißt, mir ist dieses ganze Volumenhandel nichts Neues. Das, was ich auch nur geändert habe, ist, ich habe 2017 dann das Ganze mal ein bisschen geändert, habe dann mehr VWAP, Point of Control und die ganzen Value Areas in die Charts bei mir in den DAX mit reingebracht und als Unterstützung einfach mehr, weil der Markt ändert sich auch ständig. Ja, und dann kamen ja viele an und sagten, ja, die Software ist so teuer und dies und das, was kann man machen? Man müsste sich im Future immer den Preis umrechnen, dann muss ich immer dieses und jenes machen. Da habe ich irgendwann gesagt, Dirk, pass auf, wir brauchen dringend ein Volumentool für die ganzen Trader draußen, die nicht kein Future handeln, damit man auch mit kleinem Geld an den Sachen partizipieren kann, diese Daten zu haben. Aber ich empfehle vor allem den Anfängern nicht Futures direkt zu traden, sondern da wirklich CFDs zu bleiben. CFDs sind kein Teufelszeug, denn Teufel ist man selber, wenn man sich überhebelt oder Mist baut. Und ich sage es jetzt nochmal,
wenn ich doch ein 2.000-Euro-Konto habe und mit einem Euro pro Punkt im DAX rummache, ja, und ich nicht übertrade, was soll jetzt da passieren? Also trotzdem natürlich nachhaltiges Traden. Es geht darum, nicht jeder hat mal eben 25 oder 50.000, um im F-DAX rumzumachen. Das ist nämlich das Geld, was du mindestens brauchst. Nicht wegen der Margin, aber überleg mal, du hast einen Stopp von 20 Punkten, dann sind 500 Euro weg. Wir lassen den Mini-Future mal außen vor. Und von daher, sage ich ganz ehrlich, ist das eine gute Alternative. Dann sind halt viele noch auf Knockouts gegangen. Ich sage nochmal, Intraday-Knockouts kann man vergessen. Da hast du ständig die Gebühren für rein raus. Da bist du auch schon wieder relativ schnell 10 bis 12 Euro los. Den Spread hast du da genauso. Von daher finde ich das ein gutes Werkzeug. Und dafür brauchte man etwas, um die Daten dort zu haben. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel in einer fast 100 Euro teuren Software, und da habe ich den Datenfeed noch nicht mit eingerechnet, da bist du bei 150 Euro, nämlich im Monat ungefähr, hier den Point of Control hast, dann schaust du bei dir nachher, okay, der DAX liegt jetzt gerade 10 Punkte drüber, ja, und der DAX liegt jetzt 10 Punkte drüber, was muss ich jetzt machen, umrechnen, der ist dann bei 82, der Point of Control, und so weiter und so fort, das braucht man nicht mehr tun, weil die Software greift ein, schaut, wo ist der DAX, das ist, denke ich mal, jetzt dann auch der Kasse, der hier dargestellt wird, ja, und dann sagt er sich, okay, Kassa ist 45, Future ist hier, Originalkassa ist da, also der Kassa allgemein. Er rechnet dann den Preis um, so dass man auf seinem Chart oder von seinem Chart direkt traden kann. Und deswegen hat man dann hier direkt alles mit drauf. Das heißt, man sieht das hier alles sofort und muss es nicht mehr selber umrechnen. Ja, dazu kommt auch noch Folgendes. Ich erkläre nochmal ganz kurz, was das auch alles ist. Es gibt das sogenannte Value Area High und das Value Area Low. Und die werden hier angezeigt. Zack, ich zoome mal ein bisschen raus. Value Area High und Value Area Low. Und 70% des Tagesvolumens wurden dann dort in dieser Zone gehandelt. Das heißt, wenn der Markt sich über den Value Area High bewegt, ja, und in dem Moment, heute hängt bei mir auch ein bisschen irgendwie Software, Dirk, noch zur Info. Kommt alles zeitverzögert. Das liegt aber irgendwie am Rechner heute bei mir. Keine Ahnung warum. So, da ist es wieder. In diesem Moment heißt das, das meiste Volumen wurde hier gehandelt. Deswegen war hier drüber heute auch so eine Zone, wo er gemacht hat, was er wollte. Kam wieder rein und hat hier da, ich bin leider hier lang gegangen und wurde hier ausgestoppt. Hey, Verluste gehören dazu. Hat aber genau in der Volumenzone hier, die er schon hatte, auch wieder einen uns nach oben gelegt, also dann später hat uns den POC mit runtergezogen, der lag nämlich 2, 3 Punkte erstmal drüber, hatten dann hier runtergezogen ein bisschen, also die Zone des Point of Controls, zu dem komme ich gleich, und vom Belly Area High und Belly Area Low, die kann man sehen, und zwar, ich nenne es Berge, hier ist ein Berg, heißt Widerstand, bedeutet, wenn ihr hochgeht, hast einen Widerstand, kannst einen schnellen Scalp machen, du siehst einfach horizontale Widerstände, die du so im Chart nicht sehen würdest, einfach durch das Volumen. Und hier siehst du Unterstützung und du weißt genau, wenn er hier drunter geht, würde der einen Trick bis dort fallen können, weil hier auch kaum Volumen stattgefunden hat. Das heißt, der Markt bewegt sich gerne von Volumen zu Volumen. Das bedeutet, wenn der Markt sowas hier morgens dann aufbaut und wieder runter und wieder hoch und hier hoch geht, baut er hier den nächsten, sieht jetzt in der Seitwärtsgeschichte hier und natürlich hier vorne hat er diesen Bereich aufgebaut. Dann geht er hier runter, pam, pam, seitwärts ein bisschen, runter und dann geht es wieder nach oben und dann geht es hier wieder runter. Und man sieht selber, aha, der kommt von hier meistens immer zum Belly Area High zurück, wenn er sich denn dreht. Dann sollte man, wenn man dort short ist, gegen den Trend gucken, dass man sich dort schon mal einen Teil der Gewinne sichert. Dort kann er abprallen, was er hier auch erstmal getan hat und geht dann weiter runter, zack, B-Web, nächste Station, Point of Control, nächste Station. Und wenn er diesen Bereich mehr nach unten verlassen hätte, dann dürfte man gar nicht mehr long bis zum Value Area Low. Weil er dort erst wieder bremst, heißt aber nicht, dass er dort hochgeht. Aber und wenn er dann drunter ist, werdet ihr beobachten, und er dann wieder dahin zurückkommt, dann in dem Moment, dann wird er dort an der gleichen, an der Stelle auch wieder abprallen. Ja. Das heißt, das ist zum Beispiel das Previous Day Value Area Low war dann hier gewesen. Seht ihr das? Das ist dann hier und genau dort ist er dann abgeprallt. Das heißt, er hat sich gestern hier, ja,
low aufgebaut gehabt, auch gestern, und zack, was ist passiert? Das Ganze ist dann auch da wieder abgeprallt. Aber für solche Sachen kann man das auch nutzen. Man sieht viel, viel mehr im Chart, als was man früher sehen konnte. Ja, was kommt noch dazu? Dieser POC, dieser Point of Control, der wird ja leider bei diesen ganzen, ich sag mal, selbsternannten YouTube-Coaches, nenne ich das immer, als der fairste Preis bezeichnet. Das kann ich leider nur sagen, dass das nicht so ist. Was hat mit fairen Preis hier zu tun? Jetzt würde einer zu Hause denken, fairer Preis. Okay, was bedeutet fairer Preis? Ah, dann muss der Markt ja dahin kommen. Das muss er nicht. Nochmal, Markt geht von Volumen zu Volumen und hier in dem Bereich wurde das meiste Volumen in Stückzahlen gehandelt am heutigen Tage. Und zwar 800 und ein paar zerquetschte. So, Moment. Ja, ich wundere mich, warum der heute ein bisschen hier lahmt. So, da ist an den 1300 Stück. So, und das vorab. Das heißt, im Moment, in diesem Bereich ist eine große Volumenzone. Bedeutet an, könnte eine Unterstützung sein. Wenn er in der Nähe ist, lässt er sich davon gerne mal anziehen. Ist er von unten in der Nähe und kommt nach oben oder ist noch mehr, kann man das schön shorten. Aber man weiß, der wird nicht jetzt drehen, der wird den noch versuchen anzutesten. Viel interessanter ist es aber Folgendes. Wenn der Markt jetzt zum Beispiel hier runtergeht, und sagen wir mal, der POC steht jetzt hier. Markt geht runter, runter, läuft hier seitwärts, seitwärts und dann schiebt sich der POC plötzlich runter. Dann holt er sich das Volumen wieder in den Rücken. Noch besser, POC ist, sagen wir mal, hier vorne. Ich zeichne das mal ein. Falls ich mal weg sein sollte, liebe Elena, nicht wundern, dann tausche ich nur mein Headset aus, die alle heute ran vollgeladen sind. Lieber Dirk. Folgendes, Markt geht hier hoch, zack, zack, geht runter, Markt schiebt sich nach oben. So, und wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, der Markt schiebt sich hoch, POC ist da unten, schiebt sich nach oben, geht hier hin, plötzlich ist der POC hier oben. Der Kurs ist leicht drunter, das heißt, er hat das Volumen zu sich dahin geholt, als Unterstützung, aber dann für den Short natürlich. Geht der Markt hin, das runter, ja, fällt er, und dann läuft der seitwärts. Wenn du plötzlich siehst, dass der Pointer von Droh sich zack nach unten zieht, dann könnte zu 70% der Markt wieder erstmal drehen, weil das Volumen in seine Richtung geholt hat. Unten wurde viel Volumen erzeugt. Dann wird meistens wieder die Gegenrichtung eingenommen. Hier war es erstmal der leichte Teil hier vorne mit dem Volumen, dann auch das Valley Area High. Und das wurde wieder übertroffen. Dann ging es weiter nach oben. Ja, und dann gibt es hier diesen gleitenden Durchschnitt hier, den man hier sieht. Denken alle, sie gleiten Durchschnitt. Das ist der sogenannte VWAP. Der Volume Weighted Average Price. Das heißt, das ist so eine Art gleitender Durchschnitt auf Volumen basiert. Ganz einfach, zeigt er nach oben, ist der Trend eher nach oben gerichtet, zeigt er nach unten eher short gerichtet, dass man sich das schon mal als Beispiel nimmt. Wenn man jetzt noch ein bisschen mehr dazu nimmt, wie zum Beispiel den sogenannten Fibonacci. Ja, und ich sag mal, jetzt ist hier der 50er, aber jetzt hat er den nach oben angelegt. Sag mal, jetzt hätten wir den Fibo von da nach da. Von hier nach da, dann liegt ungefähr, ja, da könnte da schon fast der hier dort liegen. Hier. Und dann, aber hier passt es ja auch, dass er dann ungefähr hier abprallen könnte. Hat er heute mal nicht gemacht. Ja, wenn es immer so aufgehen würde, wäre es ja simpel. Aber man kann sehen, wie er sich gerne an dem VWAP, seht ihr das, lang angelt. Das heißt, ist da mehr wie eine horizontale Unterstützung, der VWAP, ein FIBO und verschiedene andere Elemente, habt ihr ein super Top-Einstiegssignal. Heute hat es mal nicht funktioniert, das kann auch mal sein, aber in der Regel funktioniert das relativ oft. Also wie gesagt, ich nutze den VWAP, wie gesagt, als Taktgeber. Zum Scalpen funktioniert der super, gerade auch bei Rohstoffen. Ich meine, das VPOC-Tool ist nicht nur für den DAX geeignet, sondern auch für vieles, vieles mehr. Und was ich damit sagen möchte, ist halt, klar, jetzt habe ich den natürlich mit dabei. Ich könnte jetzt auch die Zeitanheiten ein bisschen mal höher schrauben, um zu sehen, wo und wie befindet sich jetzt der Markt. Und dann siehst du ja, wie jetzt steigt alles runter, runter, zeige ich wieder leicht nach oben. Aber, ups, was ist denn da vorne? Schaut mal her. Da ist wieder der VWAP.
So, heute ist echt ein bisschen doof mit dem Laden. So, ich mache das mal anders. Ich zeichne das mal eben ein. Und wie gesagt, wenn ich weg sein sollte, ich bin sofort wieder da. Schaut mal bitte genau hier hin. Das ist der Vortages-WWeb. Auch der ist Bestandteil von Trading Setups. Bedeutet, diesen Bereich merken, was passiert. Schaut mal bitte, bis wohin der Markt exakt kommt. Dort entsteht eine Reaktion und das Ganze geht wieder runter. Ja? Deswegen Vortages-VWAPs immer merken. Das heißt, für morgen weiß ich Bescheid ungefähr, wo der jetzt liegt. Da könnte eine Reaktion stattfinden. Wie gesagt, der hier, ja, wie gesagt, hat geholfen, dass man hier zum Beispiel auch einen schönen Short starten konnte. Erstmal vorab. Also das heißt, die sogenannten Vortagesdaten sind hier auch mit drin. Und so, jetzt spule ich wieder ein bisschen vor. Heute hängt es bei mir ein bisschen. Heute liegt es an mir mal hier, obwohl ich neu hochgefahren habe, aber es geht wunderbar. So, dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Das ist heute. Und hier sind die Buttons dafür. Also, ich mache mal alles weg. So. Macht fertig, es liegt an dem blöden Rechner heute. So, also Intraday-Anzeige, go. Ich lasse immer meistens die Time Range drin von 8 bis 22 Uhr. Das ist für mich immer noch, wie der alte Future gehandelt wurde. Und sonst gehe ich natürlich hin und kann auch mal gerne 9 bis 17.30 Uhr antun, um zu gucken, wie hat es in der Kasse ausgesehen. Ja, und dann hier Display, Intraday, Value Area. Low, Value Area High. Tageshoch, Tagestief, zeichnen wir sofort alles ein. Und Point of Control und der sogenannte VWAP. Achtung, das hier ist der Volumenberg. Den nehme ich jetzt aber erstmal mit heraus. Und dann kann ich jetzt hingehen und mache den sogenannten Previous Day auf. Und dann kommen wir jetzt wieder, zack, Previous Day Value Area High. Zack, seht ihr, wie hier Reaktionen stattgefunden haben? Am Vortag ist Value Area High. So, Previous Day Value Area Low war dieser Bereich hier unten. Vortages Point of Control liegt ungefähr hier. Und schaut mal bitte, der hat hier gelegen. Und achtet bitte, was ich zeige. Markt geht nach oben. Und wo kommt die erste Reaktion am Vortages Point of Control? Weil am Vortag dort das höchste Volumen war. Ich will damit erklären, der Markt, damit man es versteht, der reagiert mit Volumen. Das bedeutet, wenn Volumen irgendwo ist, ja, zum Beispiel denken ja viele, ich male das mal eben kurz hin, das ist jetzt das Orderbuch, ja, das ist jetzt Bid und Ask und plötzlich hier im Ask ganz viele Stücke oben stehen, da denken viele, oh, da ist eine Wand, der Markt tritt jetzt runter, da ist eine Wand, da geht es runter, Hilfe, Hilfe, ich shorte, da ist ja eine schöne Widerstand. Das stimmt aber nicht. Wenn der Markt hier steht und das da oben sieht, dann läuft er eher in die Richtung des Volumens hin. Und das anzutesten, das ist so, wie soll ich das sagen? Das ist so, als ob der Markt ist ein kleines Kind und sieht da vorne ein riesengroßes Eis. Ja, um es einfach mal so darzustellen. Und deswegen, dass er sagt, wow, da vorne gibt es was Süßes, Schokolade, da möchte ich mal hin und gucken. Versteht ihr, was ich meine? Und so funktioniert der Markt genauso. Wir werden das Tool natürlich noch erweitern, dass wir noch mehr Angaben haben werden, wie vor Wochen High Volumes, dann der Monats High Volume und solche Sachen. Also diese ganzen Sachen werden jetzt noch kommen. Und da werdet ihr auch sehen, dass auch dort Reaktionen stattfinden. Sind denn von eurer Seite bis hier irgendwelche Fragen? Also, weil ihr seht die Fragen ja nicht, die lese ich ja gerne vor. Die meisten Fragen wurden tatsächlich bereits beantwortet. Dann gab es ein paar Fragen, die waren jetzt für die Glaskugel, denke ich mal. Wo der DAX hingeht morgen. Und es gab, genau, also außer Orkan, wenn du uns das mitteilen kannst, gerne, ne? Kann ich machen. Also solange der DAX jetzt nachhaltig oberhalb der 12.225 bleibt in diesem Bereich, also genau ungefähr dieser Bereich hier vorne, dann sollte der DAX weiterlaufen bis 12.000,
350 ungefähr. Wenn er aber unter die Wunderbar, dann war die Frage 12.220 doch. wieder fällt, dann ist wieder nach unten offen. Das ist momentan hier vorne der Schlüsselpunkt im Vortag. Also dann ist er drunter eher wieder short und dann gilt das als Fehlausbruch und dann ist wieder das Ziel 12.000. Bitte schön. Dann kannst du gut weiter vorlesen. Dankeschön. Super. Die nächste Frage war, ob der Volumenanzeiger betrifft immer nur den heutigen Tag, aber das wurde, glaube ich, schon geklärt. Genau, das betrifft nur den heutigen Tag, weil man sieht ja anhand des Value Area Highs und Lows und Box vom Vortag, wo es ungefähr stattgefunden hat. Das ist heute schon den ganzen Tag bei mir so. So, wenn ich das jetzt wieder anmache. Sorry, einen Moment. Also das liegt jetzt nicht an Tickmill oder sowas, das liegt jetzt gerade irgendwie heute, hat es bei mir der Metatrader. Ich weiß auch nicht warum. Das hat nichts mit dem Broker zu tun. Es liegt heute irgendwie Software, aber es liegt an meinem Rechner. Das wundert mich gerade selber, weil sonst immer alles einmal frei läuft. So, da ist es. Und wie gesagt, das hier ist von heute. Das hier ist das vom Vortag. Und das kann man dann hier sehen. Und ja, genau, die kann man dann hier alle beobachten. Die Dinger, die Marken. Wenn es die Marke war, also das gilt für heute, das für vorgang, wenn er das meinte mit dem Volumenberg, du weißt ja im Endeffekt ja jetzt von gestern auch, wo war das höchste Volumen, das war der Previous Point of Control, wo war das Low, wo war das High, dann weiß, dass in diesem Bereich das meiste Volumen stattgefunden hat und dann schau mal, wenn er genau diesen Bereich nach oben verlässt, hat er ihn als Unterstützungszone hier gehabt, hier für einen super Trade, für einen super Scalp. Rutscht in diese Zone des Vortages wieder rein, ist wieder drüber, Rücklauf, siehst du schon wieder, Previous Day Value Area High, das Ding zieht weg. Das heißt, das Denken, das wird plötzlich ganz anders, wenn man den Markt so betrachtet, dass du sagst, okay, hier ist die Zone vom Vortag, da war das meiste Volumen, 70%, ja, hier war das allermeiste Volumen gewesen und dann siehst du selber, pam, Unterstützung ist drin, wie so ein Fehlausbruch nach unten, zack, Widerstand, zack, runter, zack, drüber, zack und hoch. Weil der sagt sich selber, okay, Widerstand, ich bin hier drüber, über den höchsten Volumenbereich des Vortages und kann dann auch seine Reise dann weiter nach oben fortsetzen. Okay, dann haben wir hier noch zwei weitere Fragen. Und zwar die eine der Fragen wäre, ob das VPOC auch bei Währungspaarung und Gold funktioniert. Ja, da müssen wir jetzt den Dirk fragen. Also bei Gold ist es drinne und bei den Währungspaaren nehmen wir uns die Daten vom 6E. Dirk, wie weit ist es bei den Währungspaaren jetzt schon? Weil ich bin nicht bei mir, das weiß ich nicht. Ja, also die Major-Währungspaare sind auf jeden Fall drin. Also die basieren dann entsprechend auf dem Währungsfuture. Und klar, also Euro, US-Dollar, GBP, USD und Yen und so weiter ist natürlich alles drin, klar. Also insgesamt sind es 15 Werte. Natürlich auch Rohstoffe, Gold, Silber, WTI. Klar, das ist eigentlich so die Sachen, die am meisten gehandelt werden. Exoten jetzt natürlich nicht, ne, klar. Aber halt so die gängigen Sachen sind auf jeden Fall drin. Also Dow ist drin, Nasdaq ist drin, S&P ist drin. Genau, wie gesagt, bei den Währungspaaren, weil ich weiß nicht, welche alle das jetzt waren, aber es ist das Tolle ist ja Folgendes. Bei den sogenannten Währungspaaren Futures, der 6E, 6B, also Euro, US-Dollar und der British Pfund, US-Dollar. Da ist das Coole, du denkst, boah, Euro, US-Dollar im Future, der 6E hat einen ganz anderen Preis als der Euro, US-Dollar im Spot. Richtig. Aber das Gute ist, dass der VPOC das wieder umrechnet auf deinen Spotpreis, den du dann zum Beispiel hier oben links, ups, falsches Werkzeug, die Symbole, ich einmal rein, hier oben drin hast, wenn du reingehst, zum Beispiel Euro, US-Dollar, der ist da unten, zack, dann so, Moment. Aha. Ich geh mal weg. So. Aha. So. Dann sieht man das hier. Schaut mal gestern, wie das im Euro-US-Dollar war. Hier ist der VWAP. Der geht runter. Hier sagt der Point of Control gestern. Zack. VWAP, VWAP, bam. Bam und wieder runter. Das heißt, man sieht Marken, die man vorher nicht hatte. Und wenn wir uns den Euro-US-Dollar heute mal betrachten, hatte man hier immer wieder schöne, wunderschöne Shortzonen.
Also es vereinfacht einem tierisch das Traden. Und das siehst du selber hier. Das ist der Point of Control. Und der hat ihn jetzt unten, alles unten gelassen und geht nach oben. Man weiß, wann hoch. Vorsicht mit Short. Gut, könnte nochmal funktionieren. Und dass man so, wie gesagt, sich mal die Daten anschauen kann. Also das hier seht ihr selber im Euro-US-Dollar auch komplett umgerechnet. Und ihr seht selber, wie die Reaktion eines Box oder gerade vom VWAP dort stattfindet. Jetzt hängt es schon wieder. Aber ich muss mal rausfinden, Dirk ist morgen woanders liegt. So, dann bitte weiter. Okay, spannende Frage. Orkan hatte mal den Supertrend im Chart und hat dort spezielle Einstellungen. Verrät er heute mal hier, was sich dahinter versteckt? Andersrum, der kommt bei dem V-Bock. Also das ist eine eigene Berechnung, die ich da habe. Also es gibt da verschiedene Formeln, ob es 10,5 ist oder 10,12 ist oder 10, ich sag mal 10,2, 10,5, 12 und so weiter. Ich habe da eigene Zahlen, die ich mir über die ganzen Jahre und wirklich lange ausgetestet habe, welche gut sind, und die kommen demnächst auch in dem V-Bock-Tool rein. Wunderbar, das ist doch eine Ansage. Gerhard hätte gerne mehr Informationen über das Tool, das graue rechts. Da müsste jetzt wieder Dirk. Ich weiß jetzt. Der meint den Stereo. Ah, super. Okay, weil ich war jetzt. Ja, also was soll ich sagen? Den Stereo-Trader, ja gut, weil ich war jetzt ein bisschen überfragt. Also wenn wir jetzt, ich meine natürlich, ich habe den Dirk jetzt hier im Webinar drin, wenn ich jetzt anfange, jetzt den Stereo-Trader zu erklären, habe ich natürlich Angst, dass er gleich anfängt, bei sich da wild rumzustampfen zu Hause, weil er kennt natürlich jeden Millimeter. Ich kann nur eins sagen, es vereinfacht tierisches Traden. Wenn du zum Beispiel jetzt hier mit einer Lot Size tradest, liegt es, wie gesagt, schon wieder bei mir an dem Rechner, kannst du von vorab immer deinen SL und alles eintippen. Das bedeutet, du kannst sagen, ich benutze immer einen Stopp von 15 Punkten. Dann kannst du hier den SL scharf machen oder unscharf machen. Das heißt, du hast immer einen Stopp von 15 Punkten. Also ich sage jetzt einfach mal so die Einfachanwendung. Dirk, dann darfst du gerne nochmal, aber es gibt ja viele Videos dazu. Dann werden wir hier gnadenlos überziehen müssen. Das wird nicht hinhauen. Der Dirk, ihr müsst verstehen, der hat da so viele Funktionen drin. Du, da musst du fast schon Type-Rating für machen, wie bei einem Airbus. Also, ich mache kurz die Chester-Variante. Du kannst hier den SL und den Take-Profit einstellen. Du kannst auch sagen, den Take-Profit lasse ich offen. Der soll nur den SL jedes Mal übernehmen. Gehst in eine Order rein, bist im Markt drinne. So, siehst du, sofort ist dein SL 15 Punkte dargesetzt, wo du reingegangen bist. Dann gibt es, wie gesagt, noch 1000 Sachen. Das Ding kann automatische Sachen machen. Du kannst sagen, geh um die Uhrzeit aus dem Trade raus, das macht er für dich und so weiter und so fort. Du kannst also wirklich hier noch so viel einstellen, die Limit Pullback Order zu sagen, ich möchte hier long gehen, hier vorne hast du ein Limit drinne, und dann kannst du ihn so einstellen, dass erst wenn der 3 Ticks wieder nach oben läuft, die Order ausgeführt wird. Jetzt ist das Limit erreicht, aber der fällt weiter, der fällt weiter, der fällt weiter, der fällt weiter, 2 Ticks weiter, 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 3 Ticks nach oben, jetzt greift er erst, und statt hier einzusteigen, bist du viel besser long hier eingestiegen. Sowas zum Beispiel kann man mit der Limit Pullback Order machen. Dann hast du hier verschiedene blöde Software oder blöder Rechner heute. Also wie gesagt, nicht am Stereo Trader und nicht an Checkmill. Das habe ich heute irgendwie das Phänomen, dass heute mein Metatrader alle hängen. Man sieht hier selber Maximalverlust, den man eingeben kann und so weiter. Strategische Ordern, die man fahren kann. Und wenn ich da jetzt einklicke, dann wird das ein ganz, ganz, ganz großes Thema, was man hier noch alles machen kann. Aber Charts zum Beispiel, zeig mir doch die heutigen Fibonaccis an. Ein Klick und ich brauche selber nichts mehr machen. Ja, sogar die Extensions, also die oberen dazu, sind auch mit dabei. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel heute hier drin investiert bist, weißt du genau, wo ist das 138er, wo ist das 161er. Ja, guck mal, das 161er passt hier mit den Tiefs, also weißt du bei 12.365, das, was ich eben gesagt habe, genau die Marke 12.350, dieser Bereich 12.360, der sollte morgen angelaufen werden und dort könnte er nämlich wieder drehen. Ja, und dann zum Beispiel hat man hier vom Vortag kann man sich das anzeigen lassen, wie waren dort die Fibos, die Pivot Points kann man sich anzeigen lassen
und so weiter und so fort. Also das Ding oder Autotraden, ja, das ist noch komplizierter dann wieder, also ich das erkläre. Also wie gesagt, es gibt dazu Gerhard, glaube ich, war das, den Link dazu hatte sie gepostet gehabt, da gibt es eine Videoreihe hinzu und auf YouTube einfach mal angucken, sich zurücklehnen und sich wundern, wie viele Funktionen das Ding hat. Es läuft sehr stabil und das hier ist der Stereo-Trader an für sich selbst. Und wie gesagt, das ist dieses Add-on, das VPOK-Tool für den Volumenwandel. Super, vielen Dank, Orkan. Darauf hätte ich auch noch mal hingewiesen. Ich habe den Link zur Webinarserie, die wir mal vor geraumer Zeit mit dem Dirk gemacht haben, wo er in jedem Webinar mehr Funktionen des Stereo-Traders erklärt hat, die habe ich hier in den Chat gestellt, die hast du jetzt auch noch mal gezeigt. Und zwar ist das eine Playlist auf YouTube. Die muss man sich einfach mal in Ruhe anschauen und da lernt man wirklich tatsächlich auch mehr über die einzelnen Funktionen dazu. Wie gesagt, heute ging es halt primär um das VPOK-Add-on und ja, insofern gehen wir da halt mehr darauf ein. Das ist auch viel live demonstriert. Ansonsten, ne? Glaube ich, kann man ja auch mal dazu sagen, gerade mit der strategischen Order, das war halt wirklich, das ist schon so gut gewesen, man hätte schon meinen können, das war gefaked, aber das ist halt alles dann auch, also wenn dann dort zum Beispiel gehandelt wird und dann ist es natürlich halt auch gleich live auch gleichzeitig entsprechend demonstriert. Das sind wirklich sehr, sehr gute Beispiele dabei. Egal, ob es für die Limit Pullback, strategische Order, alles Mögliche. Und generell kann man aber sagen, das, was der Orkan jetzt angerissen hat, sind vielleicht 10% von dem, was wirklich dahinter steckt. Ne? Also man muss sich schon ein bisschen länger damit befassen. Super. Soll ich jetzt mal ein bisschen mehr dazu sagen, wie man an das Feedback-Tool bei Tickmill kommt? Ja. Wäre das jetzt passend für euch? Ja, wunderbar. Ja, und zwar, ich sehe, viele der Namen, die hier auch heute beim Webinar mit dabei sind, nutzen ja bereits den Stereo-Trader über Tickmill. Und da ist es ganz einfach für diejenigen, die dann im Nachhinein daran interessiert sind, das VPOK-Tool zu nutzen als Add-on. Die erhalten das VPOK-Tool anstatt von 45 Euro für nur 25 Euro. Tickmill hat dann einen gewissen Rabatt, den es den Kunden anbietet. Das Einzige, was man dafür tun muss, ist eine E-Mail zu schicken. Ich tue mal kurz hier in den Chat und zwar an stereotrader@tickmill.com mit der Bitte darum, das VPOK-Tool zu erhalten. Und dann wird dieser, ich sag mal, Rabattlink weitergeleitet. So, die E-Mail dürfte jetzt hier auch in dem Chat erschienen sein. Für diejenigen, die den Stereo-Trader bei Tickmill noch nicht nutzen, da sind die Konditionen auch sehr leicht und verständlich. Und zwar haben wir da eine extra Rubrik auf unserer offiziellen Webseite. Ich stelle den Link hier auch mal kurz rein. Und zwar ist es so, nachdem man ein Handelskonto bei Tickmill eröffnet hat, hat man die Möglichkeit, den Stereo-Trader kostenlos zu erhalten. Das ist an gewisse Handelsbedingungen gebunden. Die findet man dann unter dem genannten Link. Und wie gesagt, nicht nur, dass man den Stereo-Trader dann kostenlos erhalten kann, sondern man erhält auch das VPOK-Tool, wie gesagt, anstatt von 45 Euro im Monat für lediglich 25. Insofern spart man da doch schon eine Menge. Das sind dann, glaube ich, anstatt insgesamt 65 sind es dann lediglich 25 Euro und das lohnt sich meines Erachtens nach für diejenigen, die das gerne nutzen möchten. Noch wichtig zu sagen, selbstverständlich wurde das Webinar heute aufgezeichnet. Gerne stelle ich das morgen in YouTube rein, aber auch auf unsere Facebook-Seite. Die kann man auch ganz leicht finden und zwar Tickmill Deutsch heißt die Seite. Ich stelle mal den Link auch hier kurz rein. Moment, ich muss das kurz aufrufen. Und zwar ganz einfach nach dem Webinar auf unsere Facebook-Seite gehen, ein Like drauf setzen und dann erhält man auch die neuesten Informationen zu Tickmill. Könnte über Webinare sein, die wir in der Zukunft machen oder auch wir haben tägliche Handelsideen, die dort präsentiert werden. Insofern ist das auch ganz spannend. Ansonsten, ja, also wie gesagt, auf unserem YouTube-Channel, da habe ich ja den Link bereits geteilt zuvor, wird das auch nochmal geteilt werden auf unserer Facebook-Page. Und wie gesagt, um den Stereo-Trader zu erhalten, ganz einfach auf unsere Webseite gehen, sich die Handelsbedingungen kurz durchlesen und für diejenigen, die den haben, mir einfach eine kurze E-Mail zu schicken. So, ich hoffe, das war soweit
Ich sehe hier gar keine Fragen. Insofern habe ich nicht zu schnell gesprochen und es war verständlich. Sind die Updates im VPOC für Kunden, die den VPOC haben, kostenlos? Das müsste mir jetzt entweder der Dirk oder der Orkan sagen, weil das weiß ich nicht. Dazu müsste ich erstmal die Frage verstehen. Sind die Updates im VPOC für Kunden, die den VPOC haben, kostenlos? Was ist mit Updates gemeint? Also die Eventuell Updates von dem Add-on selber oder? Ja, er meint, wenn jetzt der Stereo-Trainer, wenn vielleicht der Content und sowas reinkommt und sowas, so, ja. Hat man dann dafür extra, nee, das ist so. Nee, nee. Ja, klar. Also das ist aber generell so, ne? Das ist ja halt auch ein Produkt, was ja entsprechend halt auf Mietbasis ist und die werden natürlich ständig weiter gepflegt und da ist dann halt natürlich, sind da auch die Updates mit drin. Ich glaube, der DAO stürzt gerade ab. Er macht einen Dip, besser gesagt, ja. Ich sehe es hier nur gerade so. Ich bin gerade hier durch Zufall gesehen und dachte, was ist denn da los? Ja, sehe ich auch gerade. Aber die Adidas-Aktie nutzt es ja, juckt es ja null gerade mal wieder. Wenn ich mir die Adidas-Aktie angucke, das ist brutal, ey. Die macht keinen Mucks nach unten gerade, die steigt sogar noch weiter hoch. Das ist der neue Safe Haven. Nein, aber wie gesagt, wie das Dirk schon gerade gesagt hat, das ist halt, wie gesagt, so ein Mietmodell. Und wenn wir das Ding erweitern, wie gesagt, wir stecken uns auf die Köpfe wieder zusammen, wollen das Tool ja noch viel besser machen. Das heißt, wenn jetzt diese Sachen kommen wie Monatshöchster Volumen, Vorwochen höchster Volumen und so weiter, also Last Month, Actual Month, Current Month und so weiter, wenn die Sachen nochmal kommen, das wird dann drin sein und auch der sogenannte STR-Button, der dann kommt. Und, oh, was geht mal ab, ey. Ja, ich sehe es gerade selber. So, jetzt kannst du doch deine Limit Pullback mal demonstrieren. Bis ich das jetzt hier eingegeben habe, müsst du auf deinen Schirm rübertragen. Jetzt hast du ja gerade richtig Action immer, alter Schwede. Darf ich, Dirk? Soll ich mal rüberschmeißen, den Bildschirm? Ja, klar, kannst du. Ich kann es versuchen. Aber das hier ist gerade so ein bisschen böse. Ja, ich habe jetzt hier nur gerade resettet, habe jetzt nicht alles hier auf gerade. Ja, jetzt war natürlich genau am POC, so wie ich das sehe. Gerade mal gucken. Aber es ist natürlich dann immer, wenn man einen Vorführeffekt machen will. Und wenn ich guck mal, ob ich den hier gefangen kriege. Bin jetzt ja hier im DAX gerade noch drin. Das wäre natürlich für den DAO gerade so ein bisschen besser. Aber jetzt haben wir jetzt hier auch schon den Rücklauf. Da waren wir jetzt ein bisschen zu spät. Aber generell, ich kann es ja mal zeigen, Limit Pullback. Ich gebe jetzt hier mal ein bisschen größeren Wert ein, damit man das Prinzip versteht. Mal angenommen, ich sage, ich will hier unbedingt long gehen. Nur mal als Beispiel. Und ich denke mal, das sollte man jetzt aber dann, wenn er den nochmal hier erreicht, den Kurs, dann wird man das sehen, dass dann halt eben, das wäre eine normale Limit Order. So, hier sieht man es schon, ne? Der zieht die halt mit runter. Ich bin noch nicht gefillt, immer noch nicht gefillt, immer noch nicht gefillt. So, und jetzt haben wir einen Rücklauf und jetzt kriege ich meinen Fill. So. Und ne, das war jetzt halt nur, ich habe jetzt hier 3 Punkte eingegeben. Das kann man natürlich noch deutlich höher einstellen oder auch enger, wie man möchte. Aber wenn jetzt zum Beispiel halt, das heißt, ich habe jetzt hier jetzt irgendwie allein dadurch durch die Funktionen Gewinnen von irgendwie 3, 4 Punkten gehabt. Und so kann man, hat man natürlich auch so ein bisschen Sicherheit einfach, ne, im Handel. Also das ist jetzt nur eine Funktion halt hier vom Stereo Trader, aber eine, die halt sehr oft sehr gerne genutzt wird. Ich kann mal hier, wäre nur eine kleine Position. Ich kann, vielleicht kriegen wir hier noch irgendwie einen kleinen Schub nach unten. Und dann sieht man es noch ein bisschen besser. Ja, da ist ja richtig was los hier. Heftig, ne? Aber man hat es ja vorhin direkt gesehen, ne? Sobald der Rücklauf dann auch da war, war ich auch direkt dann irgendwie 2 Punkte ja auch im Plus. Das heißt also, vom gerade zum Scalpen oder so ist es natürlich dann halt auch gut. Und was ich halt hier jetzt auch mal ganz kurz zeigen kann, aber wirklich nur in Kürze, ich muss nämlich auch leider gleich los. Ich habe jetzt hier zum Beispiel 0,5 Kontrakte. Wenn ich jetzt sage, ich gebe jetzt einfach mal noch 0,5 dazu, und dann habe ich hier nicht wie beim MetaTrader halt jetzt einzelne Orders liegen, sondern ich verwalte hier immer nur, wenn ich das so möchte, das kann man natürlich einstellen, auch anders, aber ich verwalte hier mein Break-Even, ja, und nicht irgendwie 3 Teilpositionen. Und so kann ich halt zum Beispiel auch Skalierungen betreiben. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Stop verschiebe oder sage jetzt hier mal schnell Stop auf Break-Even an der Stelle, dann macht er das entsprechend auch für die ganzen Teilpositionen, die da halt auch dahinter liegen. Ja, also ich habe also nicht hier mit einzelnen Positionen ständig zu kämpfen und irgendwie mehreren Stop-Loss und mehreren Take-Profit, sondern habe halt immer nur eine. Wie gesagt, man kann es umstellen, ja,
Und aber diesen Modus zum Beispiel, den nennt man Stereo Future Mode, weil er halt eben so gerechnet ist, wie ein Future eben halt auch gerechnet ist. Und ist eben das auch, was am meisten verwendet wird. Und üblich ist ja eigentlich eher im MetaTrader, dass man halt dann halt mit einzelnen Positionen, einzelnen Stop-Loss halt arbeitet. Das ist so ein bisschen Geschmackssache, aber spätestens dann, wenn irgendwie 5, 6 Positionen drin sind, und dann wird das Ganze natürlich auch schnell mal unübersichtlich. Ne? Und das sind jetzt aber nur halt so die Basics, also die nicht mal die Basics, ja, das sind jetzt so die Anfänger, um das halt nur mal ganz kurz zu demonstrieren, was da halt oder wie der oder wo die Vorteile eben vom Stereo Trader liegen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Position skaliere und sage, na gut, wenn der da runterkommt und dann baue ich mir hier meine Position, mal angenommen, ich will halt hier mit insgesamt 5 Kontrakten dann halt arbeiten, dann kann ich mir die so halt entsprechend auch zusammenbauen und muss dann nicht eben, wie gesagt, mit allem da halt einzeln hantieren. Und das ist halt so die, was natürlich den generell halt ist, das Handling halt im Trading halt wesentlich bequemer dann halt auch logischerweise macht, ne? Weil man halt auch nicht rechnen muss und sondern auch hier im Hintergrund wird es zum Beispiel halt auch mitgerechnet, auch natürlich jetzt die Gesamtposition. Und vielleicht kann ich das auch noch gleich zeigen, wenn ich zum Beispiel Teilauflösungen mache, ja, was ja auch irgendwie gerne angewandt wird, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, na gut, wenn er hier oben hinkommt, nehme ich erstmal einen halben Kontrakt raus. Ich bin dann hier oben nicht etwa short oder so, sondern ich verkleinere dann halt eben meine Position. So kann ich halt auch meine Teilausstiege zum Beispiel ganz bequem halt an der Stelle dann halt planen. Ne? So, hier sieht man das nochmal. Ne? Jetzt bin ich gefüllt. Gut, jetzt haben wir hier ein bisschen Zuckung. Ich schraube den Wert mal höher, schraube den mal auf 5. Das würde heißen, wenn jetzt diese Order gefüllt wird, und dann brauche ich einen Rücklauf von 5 Punkten in meine Richtung, die ja halt an der Stelle halt long ist, um überhaupt, bevor ich überhaupt gefüllt werde. Ne? Es gibt halt einfach, gerade bei Squeezes, ist das natürlich halt der Hammer. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel mal angenommen, ich hätte jetzt hier irgendwie eine Short-Position. So, was passiert da ganz oft? Irgendwie so ein Kurs rennt dann halt hoch und ballert da irgendwie 20 Punkte, 30 Punkte durch. Schon so oft gesehen. Mit einer normalen Limit-Order passiert Folgendes. Ich werde gefüllt am Limit, werde ausgestoppt und bin fertig. Ja? Und mit der Limit-Pullback-Funktion hier ist dann zum Beispiel so, freue ich mich über Squeezes, weil ich werde mitgezogen, bis der Squeeze fertig ist und werde dann gefüllt. Und da gibt es halt, wie gesagt, einige Beispiele auch dazu. Ich habe gerade auch gesehen, da ist eins auch in dem Video online. Es könnte aber auch ein Vortrag gewesen sein bei Tickmill am Stand. Und wo das halt alles aber auch nochmal im Detail eben erklärt ist, wie das Ganze halt funktioniert. Und aber wie gesagt, das sind hier nur so die Minimal Basics eigentlich. Man muss sich halt schon ein bisschen mit. Jetzt sieht man es nochmal. Ne? Ich habe den Wert jetzt ein bisschen größer gestellt. Ja, ich werde also immer weiter mit runtergezogen. Und wenn der jetzt hier ganz durchfällt, als Beispiel, was er meistens nicht macht. Aber wie man sieht, habe ich auch so nochmal Bedenkzeit. Ich könnte auch sagen, ich will doch nicht. Und das macht das Ganze natürlich wesentlich komfortabler und eben auch sicherer, ja, im Handel, was ja auch nicht so ganz unerheblich ist. Aber was geht hier gerade ab, frage ich mich. Ne? Ich meine, jetzt hier Long ist sowieso gerade so ein bisschen grenzwertig. Und aber gut, die Position ist ja soweit überschaubar. Aber das ist natürlich jetzt gerade schon heftig hier nachbörslich. Steht in der Dow. Der Dow ist gerade 300 Punkte abgeschmiert, sehe ich das richtig? Das ist natürlich. Alter Schwede, ist da irgendwie gerade was im Gange? Ist doch irgendwas verpasst hier an der Stelle? Zölle, China. Ah. What else? Ja, schon ordentlich. So, hier kann ich jetzt zum Beispiel, ne, jetzt kann ich auch sagen, na gut, ich gebe die Hälfte wieder raus. Ne, und da sehe ich jetzt hier zum Beispiel, ist dann halt, das ist das, hoffe, das ist nicht zu klein, aber das ist jetzt das, was im Pool drin ist, ja, das, was noch offen ist. Und hier die Summe zum Beispiel, die weicht jetzt halt ab, ne, von dem, was eigentlich an Positionen drin ist. Der Grund ist einfach der, das wird halt permanent mitgerechnet. Ne? Kann ich auch hier mal zeigen in der Statistik, die läuft jetzt halt hier auch gerade mit. Und hier oben sieht man es dann zum Beispiel, ja, ich habe jetzt halt hier im Pool ist jetzt das noch drin. Und aber mein gesamter Trade hat halt jetzt eine ganz andere Größe. Ne? Also es weicht jetzt halt ab. Und weil eben die ganzen Teilverkäufe zum Beispiel, weil die halt hier wieder mitgerechnet werden. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen aufpassen. 860.
So, kann jetzt hier halt auch dann nochmal als Beispiel einfach nochmal reingehen. Oder auch zwei. Guck mal, ein bisschen Reaktion hier nach oben kriegen. Ich habe im DAO halt die 860 im Kopf, zum Beispiel nur Live-Trading. Das war jetzt eigentlich gar nicht beim Plan. Aber es geht ja auch jetzt nur hier darum, die Funktion zu demonstrieren. Also bitte nicht nachmachen, was ich hier mache. Hier geht es nicht darum, jetzt irgendwie großartig super abzuschneiden, sondern nur um die Funktion halt zu testen. Also mal gucken, ob das jetzt hier gelingt. Wenn wir jetzt hier noch einen Rücklauf kriegen, hier zum Beispiel eine Teilauflösung mit Orders. Ich kann natürlich auch einen Trail einstellen. Zum Beispiel kann man sagen, na gut, ab hier fängst du als Beispiel an zu trailen. Es gibt natürlich auch absolut unterschiedliche Trailing-Methoden, die man halt hier anwenden kann. Und nicht nur irgendwie stupide, halt irgendwie so und so viele Punkte dem Kurs hinterher, sondern da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, die man halt hier entsprechend anwenden kann. Und natürlich auch vieles, was halt eben statistische Relevanz hat und so weiter und so fort. So, ich habe jetzt nur tatsächlich das Problem, ich muss wirklich leider los. Ihr dürft natürlich gerne noch dabei bleiben, beziehungsweise sollt ihr auch. Und der Orkan will bestimmt auch noch ein bisschen was erzählen, die Elena wahrscheinlich auch. Aber ich müsste tatsächlich weg an der Stelle und kann das jetzt hier auch nicht mehr zu Ende zeigen. Ich bin short seit der 74, habe es bei mir in die Gruppe gepostet. 2 Minuten habe ich noch. Ja, es ging ja darum, hier die Limit Pullback zu zeigen. Ne? Deswegen nein, bin ich. Nein, stopp, ich habe nicht dann auch umgegangen. Nur, dass Sie die Jungs Bescheid wissen, wenn die gerade alle vor der Kiste sitzen, habe ich das eben hier im Downer genutzt, hier den Upper und den Short. Ich wollte nicht, du sollst den Pullback zeigen. Der bringt natürlich viel mehr im Long zu zeigen, damit die sehen, wie der mitläuft. Nein, nein, ich wollte nicht das Traden kritisieren. Ich wollte nur sagen, ganz kurz ein Update. Bin da vorne Short, der Stopp hat jetzt gehalten und jetzt macht das Ding eine Rutsche nach unten. Und jetzt macht das ja richtig Spaß gerade hier, also nicht schlecht. Ja, sind Fragen von eurer Seite. Ist doch geil, dass jetzt, guck mal, das haben sie extra für dich, hat der Trump das jetzt gemacht, dass Volumen reinkommt, damit der Gerhard auch noch die Funktion sieht, wie geil dieses Limit-Pullback ist. Nochmal, ihr müsst an eins denken, hin und her macht Taschen leer. Wenn ihr am Tag jetzt 100 oder am Tag 10-mal im DAX reingeht mit 1 Euro pro Punkt, habt ihr jetzt ja 10, 1 Punkt Spread jedes Mal. Das ist, sagen wir mal, die Gebühr. Die ist aber in Ordnung. Wenn ich Market im F-DAX reingehe, habe ich auch, nicht immer habe ich einen halben Tick. Ich habe oft einen Tick auch im DAX. Habe ich genauso einen Spread. Ja? So, nur im Limit Verkauf vielleicht der Vorteil. Aber dieser Limit Pullback, wenn du überlegst, wenn du am Tag 10 Punkte jedes Mal abgibst, ja, also 10 Punkte Gebühr hast, dann hast du so eine Order und du wirst 6 Punkte und nachher nochmal 4 Punkte besser ausgeführt, als du wolltest. Müsst euch mal überlegen, was euch das bringt für einen Vorteil, um Gebühren zu sparen. Weil das ist das meiste, wo viele nicht dran denken. Wenn sie mit 10 Euro pro Punkt handeln, 10-mal am Tag, 100 Euro Gebühr, sind 2.000 im Monat, sind 24.000 Euro im Jahr. Das müsst ihr euch mal vor die Nase halten. Und deswegen auch, oder wenn ihr mit 5 Euro pro Punkt 10-mal am Tag es macht, sind es 50 Euro, 20 Handelstage sind dann auch knapp 1.000 Euro, sind 12.000 im Jahr, wenn man so durchtraden würde. Moment, mal kurz den Ball verkauft, jawohl. Und deswegen. Ja, nicht nett finde ich nur gerade vom Trump. Ne? Ich habe halt parallel, weil ich war halt leider long, jetzt bin ich es natürlich nicht mehr. Und bin heute irgendwann bei 175 rein. Die hat es jetzt gerade gekostet. Aber ich habe Gott sei Dank vorhin schon irgendwas aufgelöst. Und das Ding war zumindest mal Break-Even abgesichert. Das war jetzt nicht so nett, ne? Also gerade ein teures Webinar, nicht wirklich teuer, aber. Nee, aber hier zum Vorführen natürlich super. Ich leite die Kosten weiter. Falls du eine Rechnung stellst, leite ich die weiter an den Switcher-König. Also was jetzt hier jetzt gerade passiert, vielleicht Orkan, darf ich dir kurz vorgreifen. Wir haben hier jetzt gerade eine Reaktion am Value Area Low Intraday. Ne? Also das heißt hier 70% unten, da haben wir jetzt natürlich auch entsprechende Reaktion. Und hier sollte dann auch jetzt mal erstmal ein bisschen was passieren, sollte nicht eigentlich nicht ohne weiteres hier durchfallen. Ne? Sieht man ja auch gerade. Ne? Da passiert jetzt halt ein bisschen mehr an der Stelle. So, aber kurze Rede, langer Sinn. Ich muss weg. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ja. Bis dann, Dirk, mein Lieber. Schönen Abend noch. Danke, ciao. Ja. Vielen Dank. Danke dir, Dirk. Orkan, möchtest du noch mal dein Bildschirm teilen? Soll ich noch mal rüber zu dir schalten? Bitte. Wunderbar, bin dabei. So. Also wie gesagt, das ging jetzt nur darum, er hat den Limit Pull gezeigt. Ich wollte nur sagen, aktuell, wie gesagt, ist es doch wieder eher short.
Stromschaltung ist wieder weg. Okay. Jedenfalls ist es ja so. Ja, jedenfalls ist es so, dass, wie soll ich das erklären? Man kann auch Value oder Low wieder longen können. Sagen wir gerade, das meine ich halt. Normal, wenn ihr tradet, müsst ihr hoch konzentriert sein. Ich wollte nur sagen, ich war selber auch eben long gewesen, genau an dieser Stelle. Und habe hier 20 Punkte mitgenommen und habe den Stopp auf Einstand gestellt. Ja, so sieht das Ganze dann aus, wenn ich das bei mir poste. Da seht ihr selber, das habe ich während des Webinars gemacht. DAX Longs 1,71 vor über 10 Minuten. Das ist hier, zack, 91 raus ein Stück und dann Stopp 10 Punkte auf Einstand. Ja, Rest raus auf Einstand. Den Long habe ich jetzt nicht mehr geschafft und habe dann hier 12,174. Das war hier vorne geschortet und habe gesagt, solange wir drunter bleiben, ist okay. Wenn das Tief nun bricht, damit meinte ich dieses Tief hier vorne, weil er hier rumgetänzelt hat, sollte Action kommen, 12,120, wo ich gerufen habe, ich mache einen Teilverkauf jetzt, zack, hier raus und tief gebrochen in die Action kam. So sieht das Ganze dann live aus, wie gesagt. Und ja, nimmt das mal zu zeigen. Man sieht selber, das, was er gerade erwähnt hat, dass man hier die Reaktion sieht. Wenn ich jetzt ein bisschen wieder mal zurückzoome, so, sind wir am Value Low gerade angekommen. Und wie gesagt, was habt ihr jetzt live gesehen? Weil wenn ihr 5 Minuten Kerze natürlich da unten schließen sollte, sieht man die Reaktion nicht mehr. Und dank Trump, der mitbekommen hat, dass wir heute das Webinar haben, hat dann schnell mal die Zölle wieder ein bisschen angehoben, damit wir Wohler kriegen, damit ihr mal sehen könnt, wie unten jetzt auch das Value Low gerade sofort eine Reaktion hervorgerufen hat. Dieser Bereich heute wurde eh immer wieder verteidigt gekauft. Das heißt, wenn man was wagen wollte, wäre hier die Möglichkeit gewesen. Man hätte 30 schnelle Punkte mitnehmen können. Das könnt ihr halt durch das ganze Tool erkennen. Ja, dann seht ihr selber, das ist der Previous Value Area Low. Und da zeige ich euch nämlich jetzt genau etwas und hier die 72. Jetzt zoome ich da nochmal ran. Jetzt seht ihr das nächstes Mal, wenn der Markt sich bewegt. Und zwar seht ihr Folgendes. Hier vorne seht ihr, das ist hier das Previous, nochmal zurück, dass man da sieht, was das ist, bla bla bla. Also das ist das Value Area Low vom Vortag. Ja, das ist der Point of Control vom Vortag und so weiter und so fort. Jetzt achtet mal, jetzt spule ich wieder in die andere Richtung. So, und jetzt schaut mal her. Was hat er gemacht? Ist hier runtergelaufen. Hier, was hat er am POC gemacht, Elena? Siehst du die Reaktion, von der ich spreche? Ja, dass er am Volumen dort, wo das höchste Volumen ist, reagiert. Und das hat er gemacht. Ja. Das meine ich zum Scalpen. Rein, zack, zack und so fort. Und du siehst, der VWAP ist rot. Blau ist long, rot ist short. Bedeutet, er ist drunter. Das heißt, Vorsicht erst mit Longs, auch wenn wir das hier, ich das auch selber kurz gelongt habe. Das war mein Grund dafür. Und so schnell habe ich das gar nicht mehr geschafft zu switchen. Ich wollte lieber, dass er hier nochmal drankommt, hat er nicht gemacht. Ist runtergelaufen, hat am Vortages-Value-Area, da komme ich nochmal zurück, was man da sieht, auch hat er dann gedreht, er ist ein bisschen nach rechts, zack, hat gestoppt, Elena, wohin ist er zurückgelaufen und wo konnte man dann short einsteigen? Ich habe das schon gesehen, er kam von hier oben nach unten, bin sofort an der 74 reingelaufen und dann sieht man selber, er ist runtergelaufen und ist dann jedes Mal gescheitert an der 72,5. Das heißt, mit einem Punkt Spread, oder ihr habt sogar nur 0,8, glaube ich, oder 0, was ist das? Jetzt ein bisschen mehr natürlich um die Uhrzeit, aber sonst jetzt habt ihr ein bisschen mehr. Glaub, sonst 0,8. Genau. Ja, und bei 0,8 liegt der so typisch. Genau, und das heißt, er bleibt genau jetzt hier stehen. Seht ihr, dass ihr das mal live im Minutenchart beobachten könnt? Dass das, was ich eben gezeigt habe, wirklich auch so funktioniert, wie ich es vorhin erklärt habe. Das heißt, hier unten seht ihr das, bam, kommt der Bounce nach oben, unter VWAP, bam, geht runter, Previous Day Low, bremst er wieder, zack, geht wieder nach oben. Was macht ihr vorne? Genau am Point of Control bleibt er stecken. Was habe ich dann gemacht? Ich war dann hier vorne, bin ich dann, als er hier runterging, hochging, runterging, bin ich hier short gegangen und dann ging er hier runter, hat gehalten, habe den Stopp hier vorne sofort auf Einstand gezogen, er durfte nicht mehr drüber kommen. Und als er das Previous Day, also vor Tages Value Area Low gebrochen hat, hat er sofort das heutige Value Area Low angesteuert, hat dort nach oben gebounced, kam fast wieder hier oben hin, Widerstand und wieder runter. Und es geht weiter runter. Ich habe bis jetzt zwei Teilverkäufe gemacht, habe noch 3 Positionen, die ich dann aufteile.
Und das nochmal jetzt, dass es versteht. Wenn er jetzt das Valid Area Low bricht, dann kommt das Ziel, diese 12.000, die ich genannt habe, heute oder morgen schon. Weil wir sind ja wieder unter der 12.230, 2.225, die ich heute erwähnt habe. Ja? So, und deswegen ist das Ziel aktiviert vom Fahrplan heute Morgen, dass wir jetzt wieder in Richtung 12.000 laufen. Und von dort könnten wir dann drehen in Richtung 12.250, 12.370. Das wäre die zweite Instanz über der 12.250. Ja, und ihr könnt es, wie gesagt, erkennen, dass diese Sachen funktionieren. Das hat mir jetzt bei meiner Trade-Entscheidung mehr geholfen. Ich mache das Tool mal jetzt einfach alles mal aus. So, und so würde das Ganze jetzt unabhängig jetzt vom VWAP, der ist jetzt drinne, würde das alles, ja, wenn wir den jetzt nicht hätten. Moment. Warte, das ist jetzt drin, okay. Seht ihr das selber? Ich sehe hier nichts. So, jetzt mache ich das Tool wieder an. So, und jetzt habe ich wieder die Levels. Pam, pam, die Web und so weiter. Das will ich, und das Valley Area Low. Seht ihr, was ich meine? Nochmal aus. Es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also ich sehe es ja jetzt auch live. In der Tat muss ich ja ganz ehrlich gestehen, zum ersten Mal. Aber das ist ja echt überwältigend. Man sieht es halt wenigstens, in einem Live Umfeld gerade. Das heißt, du siehst, Elena, die Reaktionen dort an diesen Levels. Ja? Das heißt, gerade für diejenigen, die den DAX traden und sowas, würde ich sagen, überlegt es euch. Also, wie gesagt, Intraday. Und wenn ich die ganzen Sachen anschalte, wie gesagt, dann konnte man gerade erkennen, warum er erstmal gebremst hat, hochgelaufen ist, unter VWAP, gilt Short, runtergelaufen ist. Jetzt hat er hier gebremst, am Vortages-Value-Air-Low. Ist er hochgelaufen, den habe ich nicht gelongt, bin aber hier short, stopp drüber. Was habe ich gesagt? Er läuft gerne von Volumen zu Volumen. Runter zum Volumen gelaufen, höchstes Volumen, zum fast leitenden Durchschnitt des Volumens gelaufen. Wieder runter zum Volumen gelaufen, hat es gebrochen, ist zum Vortages-Low-Volumen gelaufen, ist von dort wieder zum Intraday-Point-of-Control, höchster Umsatz des Tages gelaufen, hat den Bereich wieder gebrochen, ist zum heutigen Value-Area-Low gelaufen, ist von dort wieder zurückgelaufen. Das will ich damit erklären. So funktioniert der Markt. Natürlich habe ich bei mir Fibos drin, einen Supertrend drin. Ich benutze auch GLs nach wie vor, nicht zu viele, aber einige, die mir vor allem anzeigen, wenn der Trend gerade in eine Richtung sehr stark ist und dass dann einen abhält, wirklich Fehltrades zu machen. Und ja, das mal vorab. Sind Fragen denn noch von eurer Seite? Weil jetzt habt ihr das Ganze mal im Live-Markt beobachten können. Also Fragen sehe ich jetzt hier keine mehr. Ich glaube, wir hatten wirklich das Glück, dass Trump und der Markt mitgespielt haben, sodass wir auch alles in Action gesehen haben. Ja, nee, also ich glaube, es wird alles beantwortet. Es sei denn, jemand möchte hier noch mal kurz was reinschreiben. Also wie gesagt, wenn was sein sollte, können mich über meine Homepage oder bei Facebook direkt über Orkankurs erreichen. Und wie gesagt, die liebe Elena hat euch erklärt, wie ihr an das Tool kommt. Wie gesagt, es kostet normalerweise 45 €. Dürft auch nicht vergessen, da steckt auch eine Vendor-Lizenz dahinter. Das heißt, das Ding kostet täglich Gebühren, weil ja auch Daten weitergeliefert werden. Da ist ein Programmierer ständig dahinter. Also deswegen ist es immer noch, das ist schon quasi eigentlich so gesehen, weil es Signet ist zum EK-Preis. Und deswegen, wie gesagt, so ein Tool kann man halt nicht umsonst rausgeben, weil also viel drin steckt. Ja, und normal kostet es 45. Andere nehmen für sowas, was weiß ich, 77, 67, 80 €. Ich habe gesagt, nein, wir bleiben unter 50, 45 und für Tickmill-Kunden sind es 25 € im Monat. Und ihr habt ja für 300 € im Jahr quasi, rechne ich mal, statt für umgerechnet knapp 540 € oder was, habt ihr nicht nur 250 € Ersparnis, sondern ihr habt jetzt gesehen, was es tun kann, dass ihr es euch im Trading viel mehr hilft. Ja, ansonsten, wenn man natürlich Fragen hat, es gibt natürlich auch ein Seminar zu dem Thema. 2 Stück mache ich im Jahr, mehr nicht. Und es findet Ende September wieder eins statt. Wer mit dem Volumentrading und so gerne was machen möchte, findet hier Informationen oder das Jahrestreffen 2019 in Lohr in der Nähe von Frankfurt. Auch dort im Ende August werden wir auch viel über das Thema des Volumenhandels sprechen.
Super. Also wie gesagt, die Schritte sind ja ganz einfach. Wer den Stereo-Trader sich bei Tickmill noch nicht gesichert hat, Live-Konto eröffnen und den Stereo-Trader sich sichern. Und dann, wie gesagt, der ist schon mal kostenlos und dann auch noch ein super Rabatt auf das VPOC. Insofern kann man sich da, glaube ich, wirklich glücklich schätzen. Ah, super. Ich sehe hier auch schon ganz, du sollst, der Hans möchte dir, glaube ich, ein Headset checken, Orkan. Warum? Nein, er Funken meinte, wir schlecht? sollten alle zusammenschmeißen und dir ein vernünftiges. Also ich höre dich sehr gut, aber Ah. vielleicht braucht Hans bessere Boxen. Okay. Gut, Ich also benutze die dann. von Plantronics eigentlich, die Dinger, die sind richtig mega. Ja, das sind die Voyager Legends. Und du siehst selber, was die im Preis auch kosten. Hier, ja. Und das Problem ist bei mir sind die Akkus leer ständig. Das ist das Problem. Weil Ah, ich ja okay. viel im Headset immer dran bin. Aber trotzdem, Hans, vielen Dank dafür. Wie gesagt, wenn du das hast, Adresse schicke ich dir zu, dann schick gerne zu. Oh, guck mal bitte. 12.070, Elena. Was für ein Markt gerade. Hier geht es gerade richtig ab. Ich habe euch gesagt, wenn die Zone bricht, dann Boah, wird es bitter. meine. So, die Zone hat gehalten. Es gab einen Rebound. Die geht runter. Und man sieht selber, das Ding ist jetzt da unten. Jetzt bin ich schon gleich. Na komm, noch ein Stück. Ja, hier, 74. Und oh, komm, 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 komm. Moment, dann bin ich gerade auf dem anderen. So, jawohl. Gucken, ob das noch bricht. So, zack. So, 72 habe ich noch ein bisschen ausgetan. Und oh, sind jetzt über 100 Punkte vorne. Den ganzen Tag nichts. Und ich sage eins: Danke an Elena, danke an Tickmill. Wenn wir das Webinar heute nicht gemacht hätten, wäre ich jetzt unten bei meinem Sohn gewesen. Und wäre nicht vom Rechner gewesen, hätte aufs Handy geguckt und hätte mich tierisch aufgeregt, wie ich mich finde. Aber ihr seht die 12.000 kommen. Super. Sehr schön. Was, wie viel Action in einem Webinar? Normalerweise, wenn wir ein Webinar mit Dirk machen am Abend, bewegt sich der Markt nicht und er beschwert sich immer. Aber da, heute können wir uns nicht beschweren. Nur denke, Fein. heute geht es mal richtig Super. los. Okay. Orkan. Gut. Deine Zeit ist insbesondere jetzt ja sehr, sehr, sehr kostbar, weil du ja einen kleinen Mann hast, der jetzt auf dich wartet zu Hause. Richtig, der ist jetzt 3 Wochen alt. Insofern, ach süß. Also ganz, ganz herzlichen Dank wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast heute Abend. Hat Sehr sich gerne. hoffentlich für dich jetzt auch gelohnt mit der Action im Markt. Und ja, an alle, die mit dabei waren, ganz lieben Dank, sind auch alle fast bis zum Ende mit dabei gewesen. Und ja, wie gesagt, morgen auf unserer Facebook-Seite ist dann die Aufzeichnung und ansonsten per E-Mail, auch über Facebook kann man uns gerne kontaktieren und entweder der Orkan, also falls es irgendwas bezüglich ihm ist oder wir wenden uns dann gerne an euch. In dem Okay, Sinn, dann danke. von mir Ja, schon mal einen schönen Abend an danke, alle. Elena. Und danke an euch und schönen Abend. Bis dahin, vielen Dank, tschüss. Tschüss.